Wir machen eine kleine Vorstellungsrunde und zwar, wer bist du? Okay, ich bin Arvid Klöhn. Ich arbeite für Poker Olymp, ein deutschsprachiges Poker-Nachrichtenportal. Ich arbeite für die Seite seit nunmehr 2008 und hatte damals ein bisschen die Seiten gewechselt. Ich hatte angefangen 2005 online Poker zu spielen, habe mir so mein Studium finanziert und wurde irgendwann von den Jungs von Poker Olymp angesprochen, ob ich nicht für die ein bisschen schreiben wollte. Und ja, so kam ich dazu und bin immer noch dem Business treu geblieben. Das beantwortet gleich die zweite Frage, nämlich was machst du? Warum bist du das geworden? Warum ich das geworden bin? Ja. Gute Frage. Das hat sich vermutlich einfach so ergeben. Also das Pokerspielen, das war damals tatsächlich nur zum Gelderwerb. Und irgendwann habe ich halt festgestellt, es macht mir auch Spaß, darüber zu schreiben. Und ja, das macht es bis heute. Fein. Gut. Arvid, erste Frage in unserem Sommergespräch. Was läuft deiner Meinung nach falsch im Poker? Das ist eine sehr aufgeladene Frage, weil die unterstellt, dass etwas falsch läuft. Das stimmt. Ich würde euch zustimmen, dass nicht alles richtig läuft. Allerdings, ganz grob gesprochen, es geht im Poker meiner Meinung nach im Moment alles eigentlich seinen geordneten kapitalistischen Gang. Es ist im Moment so, dass wir... Ich beobachte Online-Poker seit 2004, seit 2005, Live-Poker mehr oder weniger seit dem gleichen Zeitraum und ganz klar, die Hochzeit, die ist lange vorbei. Das war irgendwann 2007, 2008, eventuell noch bis 2010, aber spätestens danach ging es, zumindest was Online-Poker angeht, deutlich bergab. Bergab in dem Sinne, als dass die Spiele immer schwerer wurden, als dass es immer weniger Spielern gelang, langfristig wirklich Gewinne zu machen. Und das einfach mehr oder weniger zu einem Glücksspiel wurde. Einfach deswegen ein Glücksspiel, weil es so schwer war, wurde es konsistent zu schlagen. Wenn man das vergleicht mit 2006, 2007, damals war in dem System so dermaßen viel Geld drin, dass sich jeder, der einfach nur ein bisschen geradeaus denken konnte, an die Tische setzen konnte und einfach Gewinn gemacht hat. Also ich habe damals sicherlich nicht überragend gespielt, aber ich habe trotzdem genug Geld gemacht, um mein Studium zu finanzieren. Und das ist heutzutage meiner Meinung nach nur noch den allerwenigsten Spielern möglich. Damals habe ich tatsächlich meinen Freunden gesagt, komm, spielt Online-Poker, ihr könnt das auch. Mhm. Diesen Zeitvertreib würde ich heute den Leuten nicht mehr unbedingt zum Gelderwerb anraten, sondern vielleicht tatsächlich nur noch, wenn sie aus Spaß an der Freude spielen wollen. Und das ist aber, glaube ich, ein ganz normaler Gang, den die Sache gegangen ist. Wir haben die Leute damals einfach ausgenommen. Und die Leute, die 2006 bis 2010 Geld beim Online-Poker verloren haben und uns finanziert haben, naja, die haben es halt gemacht, die machen es jetzt nicht nochmal. Die haben ihren Spaß gehabt oder eben auch nicht. Wir haben deren Geld, die Anbieter haben deren Geld und das war's. Die Leute zahlen jetzt nicht nochmal ein. Was bedeutet das aber? Was bedeutet das? Ja. Das bedeutet, dass wir im Moment, was Poker angeht, einfach in einem relativ abgeschlossenen Pool agieren. Wir haben die Spieler, die es jetzt gibt. Ab und zu kommen noch ein paar neue nach. Meistens sind das jetzt Jüngere, die es versuchen. Und ja, mit denen müssen wir arbeiten. Und das bedeutet mehr oder weniger, dass wenn man in diesem Spektakel noch Gewinn machen will, muss man besser sein als der Schnitt. Und der Schnitt ist im Moment halt eine sehr, sehr starke Spielermasse, die da ist. Und für uns Spieler und auch für uns, die darüber schreiben, bedeutet das, wir sollten uns schon irgendwie bemühen, dass wir neue Spieler zumindest willkommen heißen. Wir werden die Leute, die damals das System vollgepumpt haben, mit Geld schwer zurückbekommen. Und wir werden auch nicht mehr die großen Gönner wie Gila Liberté bekommen, die einfach zig Millionen in das System pumpen und das Geld sich dann schön verteilt. Aber wir können, glaube ich, unser Möglichstes tun, dass Leute, die jetzt noch neu dazukommen, sich irgendwie wohlfühlen, dass Poker noch irgendwie Spaß macht. Das ist schon relativ zentral. Und nochmal auf die Frage zurückzukommen, was eigentlich falsch läuft. Also ich glaube, es gibt einen Punkt, den ich bei Anbietern sehr, sehr kritisch sehe. Das ist die Verquickung von Poker- und Casino-Spielen. Mhm. Es war, bis Amaya kam, lange Zeit PokerStars, der letzte Anbieter, der einzig und allein Poker angeboten hat. Und nicht zuletzt deswegen hatten sie 60% Marktshare gehabt. Und jetzt ist auch Amaya so weit, dass sie Casino-Spiele anbieten. Und was da passiert, ist einfach, dass sehr, sehr viele Spieler, die eigentlich Poker spielen würden und den Fische, die dann den semi-professionellen Spielern noch ein bisschen Geld zuschieben würden,
die driften ab ins Casino-Spiel. Weil das ist einfach, wenn ich am Pokertisch verliere, dann kann ich genauso mit Blackjack oder Roulette oder Slots spielen. Das ist eventuell sogar unterhaltsamer, weil Poker ist an und für sich ein relativ langweiliger Sport. Und man macht es so natürlich den Fischen extrem einfach, dass sie dort abdriften und dort ihr Geld lassen. Ähnlich ist es mit Spielen wie Spin and Goes auf PokerStars oder den ganz neuen Blast-Turnieren auf 888. Die sind super, die machen Spaß, das ist kurzweilig, das ist alles ganz toll. Das Problem ist nur, dass die so viel Rake fressen, dass am Ende einfach kein Gewinn mehr für die Spieler bleibt. Der Anbieter gewinnt, na klar. Deswegen sagte ich vorhin, das geht alles seinen geordneten kapitalistischen Gang. Man nimmt einfach die Spieler aus, soweit sie bereit sind, sich ausnehmen zu lassen. Allerdings ist es für die jetzt noch aktiven Spieler, die Geld verdienen wollen, dadurch extrem viel schwerer geworden. Glaubst du, dass die Pokermedien eine Möglichkeit hätten, theoretisch dagegen zu steuern ein bisschen? Und nehmen sie ja diese Verantwortung wahr? Ganz schwer. Die Sache ist, die meisten Leute, die Poker spielen, lesen die Medien ja gar nicht. Ich merke, dass wenn ich ab und zu im Casino hocke, viele kennen Poker Olymp nicht. Noch nie davon gehört, weil man kümmert sich nicht darum. Man zockt einfach nur mal ein bisschen. Hat dann hier einen Account auf 888 oder auf PokerStars oder sonst wo. Spielt ein bisschen, aber man kümmert sich nicht wirklich darum. Und ich weiß nicht, wie viel die Medien da tatsächlich ausrichten können. Ich denke, ein bisschen was kann man da schon machen, indem man einfach versucht, dann und wann den Finger in die Wunde zu legen und darauf hinweist, dass gewisse Sachen vielleicht nachteilig für die Spieler sind. Aber man muss natürlich sehen, solange das Gros der Spieler bereit ist, die Spiele so zu spielen, wie sie angeboten werden und auch die Preise, also die Rake, so zu zahlen, funktioniert das Spiel so. Und für den professionellen Spieler, er muss sich halt versuchen, seine Nische dort zu suchen oder muss dann irgendwann feststellen, okay, er lässt es. Du sagtest vorhin, es wäre ein wichtiger Punkt, dass man Casino und Poker trennt. Die Medien ihrerseits stehen aber wieder in einem Abhängigkeitsverhältnis zu den Casinos, die ihrerseits wieder versuchen, Poker und Casino nicht zu trennen. Ist das nicht ein bisschen... Klar, ich meine, das ist, wir sind natürlich alle von den Poker- bzw. inzwischen Casino-Seiten abhängig, weil am Ende werden wir darüber finanziert, Poker Olymp eben auch. Das kann man gar nicht bestreiten. Nichtsdestominder haben wir doch, also ich persönlich zumindest, eine relativ große journalistische Freiheit, was Sachen angeht, was ich schreibe und was nicht. Und wenn wir auf Poker Olymp über derartige Missstände schreiben, dann ist das schon okay. Es ist natürlich die Frage, welche Auswirkungen das am Ende tatsächlich hat, weil eben tatsächlich, wer liest es denn am Ende? Und 888 oder auch Amaya werden jetzt nicht daherkommen und sagen, oh, da habe ich Klönheit auf Poker Olymp was geschrieben, dann nehmen wir doch mal die Casino-Spiele weg. Nee, klar, weil die machen ja damit ihr Geld und ihr Gewinn. Wenn man sich die Zahlen von 888 anguckt, das Casino boomt, Poker ist auf dem absteigenden Ast, da werden die einen Teufel tun und dann die Casino-Spiele da irgendwie unsichtbarer machen. Aber was muss sich ändern oder anders gefragt, was könnte man tun, um diesen normalen kapitalistischen Gang irgendwie vielleicht doch noch einen anderen Drive zu geben? Es ist sehr schwierig, weil es besteht für die Anbieter im Moment ja überhaupt gar keinen Grund, irgendetwas zu ändern. Und das sind die das Geld haben und die das Geld machen. Also wenn jetzt tatsächlich alle Spieler unisono entscheiden, okay, wir lassen diesen Quatsch mit den Spin-and-Goes und diesen Blast-Turnier einfach sein und spielen das nicht, dann würde vielleicht auch PokerStars, 888 und Co. merken, okay, so geht's nicht. Wir müssen den Spielern etwas ein besseres Produkt anbieten. Das Problem ist, dass sie uns im Moment halt ein akzeptables Produkt anbieten. Nur weil wir damit nicht mehr so viel Geld machen können, heißt das nicht, dass das für die Anbieter schlecht ist. Und es ist nicht so, dass wir ein Recht auf irgendetwas haben dort. Es gab als Amaya vor geraumer Zeit Rake-Erhöhung bei PokerStars ankündigte und auch dann durchsetzt. Es ist inzwischen fast 2 Jahre her, ging ein großer Aufschrei durch und es gab Streiks bezüglich dieser Erhöhung, wo auch meine Position war, ich finde es nicht gut, dass die Rake erhöht wird, aber es ist nicht die Aufgabe von Amaya, den Spielern eine Lebensgrundlage zu sichern. Das ist schön, dass sie es so lange getan haben und erst jetzt vielleicht erkennt man, was wir an den Scheinwerks eigentlich hatten, als die noch PokerStars hatten, weil die tatsächlich dort ein bisschen auf die Kapitalismusbremse getreten sind, meiner Meinung nach.
ohne Casino-Spiele und mit einer sehr moderaten Rake, die und einem Rakeback-Programm, was es den Spielern ermöglichte, tatsächlich langfristig dort Gewinn zu erzielen. Aber wie gesagt, sie schulden uns das nicht, sie müssen das nicht tun. Und insofern ist es auch sehr, sehr schwierig, dort etwas einzufordern bei den Anbietern. Die Spieler müssten geschlossen oder halbwegs geschlossen sich von den Spielen fernhalten, damit irgendetwas sich ändert. Aber ich sehe im Moment überhaupt keinen Grund, dass das passiert, weil die Spiele machen den Spielern Spaß, sie werden gespielt und es gibt immer noch Leute, die damit Geld verdienen. Insofern halte ich es für sehr, sehr schwierig, dass sich in mittelfristiger Zukunft beim Online-Poker irgendetwas ändert. Müsste sich eine Art Spielergewerkschaft etablieren oder so eine echte Spielervernetzung? Ja, gibt es. Wir haben ja die Foren, wir haben 2+2, wir haben, naja, Poker Strategy haben wir vielleicht nicht mehr. Aber es gibt ja diese Verbindung und Anfang des Jahres gab es massive Streiks auf PokerStars, die mehr oder weniger null Auswirkung hatten. Es waren da die High-Stakes-Spieler, die gestreikt hatten, weil sie komplett gestrichen wurden und weil das Supernova Elite aufgehoben wurde. Das Problem ist einfach, dass diese Spieler machen für PokerStars inzwischen praktisch überhaupt machen keinen Unterschied mehr. Ob sie da sind, ob sie spielen oder nicht spielen, das ist für PokerStars mehr oder weniger egal. Tatsächlich ist es ja sogar von Vorteil, wenn man weniger gute Spieler auf der Seite hat, weil dann nehmen sie so schnell nicht die Fische aus und die haben vielleicht dann auch nochmal ab und zu einen Tag, wo sie Gewinn machen und verteilen etwas länger die Rake auf der Seite. Man will ja nicht, dass die Spieler auszahlen. Und ich glaube nicht, dass da sehr viel passieren kann und passieren wird. Zumindest nicht, solange nicht irgendein weiterer Anbieter eventuell sich auf den Markt einfindet und sagt, okay, wir machen es etwas anders. Wir lassen eventuell die Casino-Spiele weg. Wir beschränken uns eventuell auf maximal 4 Tische pro Spieler. Wir verbieten einen Großteil der im Moment zugelassenen Software. Dann könnte eventuell was passieren. Aber es ist sehr, sehr schwer, auf diesen Markt jetzt noch einzutreten. Man kann da eventuell so Hoffnung an Unibet haben. Diese kleine schwedische Seite, die schön bunt ist und im Moment doch sehr fischfreundlich. Aber ich bin mir nicht sicher, ob da tatsächlich genug Potenzial dahinter ist, um sich international durchzusetzen. Wollen wir ein bisschen positiver werden, wie sieht denn deine ideale Pokerwelt aus? Ein bisschen so, wie ich es gerade geschildert habe. Also ich selbst habe tatsächlich damals, als ich noch aktiv viel gespielt hatte, auch 12-16 Tische parallel offen und das Ganze mit Poker-Tracker und Hatz überzogen und dann gezockt. Klar, weil anders kriegt man so viele Tische gar nicht bewerkstelligt. Allerdings ist das tatsächlich eine Pokerwelt, die nur funktioniert, wenn du unglaublich viele Spieler hast, die Geld in das System reinpumpen. Und das ist im Moment nicht gegeben und ich glaube auch nicht, dass es gegeben sein wird. Insofern wäre es nicht verkehrt, wenn man einfach sagt, okay, wir treten da ein bisschen auf die Geschwindigkeitsbremse. Lass die Spieler maximal 4 Tische haben, macht das vielleicht gar nicht mal ganz so schnell, das Spiel, und macht alles ein bisschen bunt, gibt den Spielern ein bisschen zusätzliche Incentivierung, sich ab und zu an die Tische zu setzen. Da kann sich Poker durchaus auch bei anderen Games was abschauen. Wenn ich mir zum Beispiel Hearthstone angucke, sehr, sehr viele Pokerspieler, die ich kenne, sind inzwischen zu diesem Spiel abgewandert. Da könnte Poker tatsächlich nochmal ansetzen, ein bisschen was rauszuholen. Und ich meine, klar, in einer idealen Welt nimmt der Anbieter nicht einen Cap von 3% oder 4% Online-Rate, sondern sagt, okay, 1,5-2% reichen auch. Dann hast du etwas mehr Gewinner und die Leute werden auch langfristiger spielen, weil einfach es sehr viel einfacher ist, Gewinn zu machen. Wenn du einfach jeden Tag schon allein $100 per Rake abtreten musst, dann ist es natürlich extrem schwer, Geld rauszuholen. Also das wäre so die ideale Welt aus Sicht eines Spielers. Aber nochmal, warum sollte der Anbieter das machen, wenn er mit etwas mehr Rake und mehr Spielwarentischen deutlich mehr Profit macht? Und das, wie man jetzt sieht, nicht nur kurzfristig, sondern zumindest auch mittelfristig. Ja, danke dir. Vielen Dank, Arvid. Ja, gerne. Eine sehr clevere Analyse. Okay, klasse, ich bin gespannt. Sehr schön. Auch macht's gut.